hier geregnet. Und Borut Nuna, der Renndirektor, schickt sie auf die Strecke. Und pünktlich zum Start des Rennens kommt tatsächlich auch Klärchen raus, hier hinter den großen Bergen rundherum, die sich bisher bedeckt gehalten haben am heutigen Morgen. Die Sonne ist da mit den 20 Startern und wir sind guter Dinge, dass wir eine spannende Staffel sehen. Hoffentlich nicht so überlegen die Norweger wie schon so oft in Staffeln. Sie sind natürlich top besetzt mit Sturlaholm Lagreid, mit den Bö-Brüdern und Vetles Jostad Christiansen und können sich, wie wir eben gehört und gesehen haben, den Luxus erlauben, ihren laufschnellsten Johannes Dohle einfach mal draußen zu lassen. Der wird vielleicht nicht bedient gewesen sein, aber auch nicht erfreut, kann ich mir vorstellen. Ihr habt es ja eben schon thematisiert, Arndt. Ja, der möchte natürlich auch gern dieses, naja, ich möchte es nicht Trauma nennen, aber auch mal überwinden, ein paar Erfolgserlebnisse in der Staffel haben. Denn er ist ja wirklich ein außergewöhnlich guter Läufer und den kann man gebrauchen. Und ich finde es klasse, dass David da gleich vorgeht. Also da scheint der Ski auch gut zu passen. Da reißt er ja fast eine Lücke. Also da, man sieht es jetzt von oben, das müsste David sein da vorne. Ja, ja, habe ich eben auch gesehen, Start Nummer 3. Der hat sich auch viel vorgenommen, hat auch viel mit Jens Filbrich an der Technik gefeilt, hat gesagt, vor allen Dingen in der 1-1er-Technik, da haben wir viel gemacht. Ich will schneller vom Stock kommen, hier ja die berühmte 2-1er-Technik. Aber Jens Filbrich, der ja vom Langlauf kommt, hat da bei vielen noch mal ganz kleine Schrauben gedreht. Natürlich kann man mit 26, 27 Jahren Technik nicht mehr neu erfinden, aber man kann ein bisschen Feintuning machen. Ja, man sieht auch die Verbesserung. Ich finde, David läuft hier auch sehr sauber von der Körperposition. Extrem gut nach vorne, stabil im Oberkörper, das macht er richtig gut. Und bei Justus hat man auch die Verbesserung gesehen, absolut, dass er anders auf dem Ski steht jetzt. Was mich sehr überrascht hat, in einem langen Gespräch mit David Zobel hat er gesagt, ja, Johannes Tinius Bø ist zwar irgendwie das Technikleitbild, aber eigentlich schaue ich mir, also David Zobel, mehr von Benny und Roman ab, also von Benedikt Doll und Roman Rees, weil die sehe ich viel öfter im Training und da weiß ich, was die können. Benny Doll wird sich zwar nicht das Kopfnicken abgucken, aber schon diesen Vortrieb, den Benny hat. Genau, einzelne Elemente der Technik von Benny sind mit Sicherheit auch sehr gut, sonst wäre er nicht so schnell. Was er sich vorgenommen hat, David Zobel, er will nicht mehr diese Ausfälle haben wie im letzten Jahr. Er hat ganz stark begonnen damals in Kontiolahti und dann stark nachgelassen. Zum Beispiel hier in Hochfilzen war er relativ schwach. Vielleicht auch deshalb hier, um sich selbst zu zeigen, sich ein bisschen zu pushen. Ich kann auch Hochfilzen. Ja, und er hat gestern mit einem guten Verfolger auch gezeigt. Und ist für ihn natürlich auch wichtig, gute Ergebnisse zu bringen. Denn im IBU Cup wartet Philipp Horn, der jetzt ein IBU Cup Rennen gewonnen hat, ja, der mehrfach auf dem Podium stand. Der möchte natürlich auch gern wieder Weltcup laufen. Das heißt, David muss sich auch hier beweisen. Und das haben die beiden Trainer ja auch gesagt, Uros Wellepetz und Jens Filbrich. Wir wollen es durchlässig halten. Wenn einer sich einen IBU Cup anbietet, dann kann er auch schnell die Chance bekommen, nach oben aufzurücken. Jetzt haben wir momentan, da sehen wir noch einen Sturz. Ups, ja. Genau, oben beim Einfahrt ins Omega. Immer weggerutscht, aber es scheint nicht so schlimm zu sein. Momentan ist ja keiner im Weltcup so schwach in Anführung, dass er raus müsste. Aber Philipp Horn, der drängt natürlich schon von unten nach. So, hier mit der 5 vorn, das ist der vorhin angesprochene Elia Zini, der Italiener, vielleicht der Schwächste im italienischen Quartett des heutigen Tages. Junger Mann mit 22, stammt aus Cavallese in Trentino. Naja, letzten Winter durfte er zum ersten Mal mitmachen bei Weltmeisterschaften. Ergebnisse logischerweise noch durchwachsen. Aber ein guter Stehenschütze und das ist natürlich gerade auf der ersten Position auch ein wichtiger Faktor. Und die erste Runde kann man ja immer so ein bisschen rausnehmen bei der Staffel. Denn da bleibt das Feld normalerweise zusammen. Ist es prinzipiell so, dass die Trainer vielleicht die Laufschwächsten vorn einsetzen, weil sowieso viel taktiert wird? Genau. Also die Laufstärksten setzt man meistens eher auf die 3. und 4. Position. Denn da geht es häufig auf der Runde auch richtig ab. Und die erste Runde, man sieht es hier, ist alles noch eher beisammen. Und da kann man sich als schwächerer Läufer noch so ein bisschen mitschleppen, mitmogeln und verliert nicht allzu viel. Hinter Iliazzini hat sich jetzt Sturlaholm Lagreid eingereiht, der schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied aller norwegischen Staffeln ist, der schon 2021 zum ersten Mal mit Norwegen Weltmeister wurde, dann auch Olympiasieger 22. Zuletzt im Oberhof waren die Franzosen ja Weltmeister, haben die Norweger geschlagen. Ob das auch heute möglich ist, 3 dicke Fragezeichen. Aber die Franzosen sind auf dem aufsteigenden Ast, gestern mit 3 Leuten in den Top 10. Ja.
haben sich gut präsentiert, auch läuferisch. Und genau das meine ich, jetzt wird hier ein bisschen taktiert. Keiner möchte als erstes in die Abfahrt. Da macht es dann doch der Stühlerholm Lagreit. Er ist natürlich ein unangenehmer Gegner auf der Staffel, weil er eben so schnell liegend schießt auch. Meistens fehlerfrei ohne Nachlader. Das heißt, er ist ganz schnell wieder auf der Runde. Man weiß es vorher schon. Ich kann mir praktisch keinen Nachlader erlauben, sonst ist er weg. Wirklich die Konstanz in Person in den letzten 3 Jahren. Wir haben es schon einige Male erzählt. 3-mal Weltcup, 2. in der Gesamtwertung. Der möchte mal nach ganz oben. Er ist ein super Liegenschütze. Und hier mal die ganze Trainerschaft. Dort in der gelben Jacke, das ist Uroš Wellepetz. Links daneben Jean-Paul Jacquinot, Jean-Pierre Amar für die Franzosen. Hinten Siegfried Mazé, Patrick Oberecker, die beiden für Norwegen. Davor noch Ludwig Gredler für die Österreicher. Die meisten kennen sich schon sehr viele Jahre. Super miteinander, muss ich sagen, am Schießstand. Aber sagen dürfen sie jetzt nichts mehr, nur untereinander, nicht mit den Athleten. Habt ihr gestern auch schon mal angesprochen, diese Silent Zone. Da gibt es Ärger, wenn die Trainer jetzt noch irgendwas zurufen. So, jetzt erstmal jeder auf die Bahn, die der Startnummer entspricht. Also David Zobel auf die 3. Erste Schießen, Liegendanschlag. Den schnellsten ersten Schuss, aber Lagreit und die Franzosen sind als Erste durch. Stühlerholm Lagreit und Eric Perrault. David Zobel muss nachladen, hat er sehr schnell hinbekommen und mit dem ersten Nachlader abgeräumt. Das ist wichtig, Lücke nicht zu groß lassen. Einige Fehler, die hier geschossen werden. Lagreit, Perrault und dann der Neue im Team Österreich, Unterweger, der so gar nicht wusste, was ihm hier heute blüht, der aus dem EU Cup kam, ist Dritter. Danzini, Dovjan. David Zobel mit 8 Sekunden Rückstand, alles im grünen Bereich. Ist er jetzt allerdings in einer sehr großen Gruppe, vor ihm einige, die vielleicht nicht so laufstark sind, wird interessant gleich. Ja, da muss er sich nach vorne arbeiten. Er hat den Rückstand natürlich gut in Grenzen gehalten, weil er als Erster auf den Schießstand eingelaufen ist. Damit nur 8 Sekunden Rückstand, denn die vorne haben schnell geschossen. Eric Perrault 23 Sekunden, Stühlerholm Lagreit 24 Sekunden. Hier sehen wir sein Trefferbild. Leichte Linkstendenz. Mal sehen, wo Davids Fehler hinging. Ja, auch mit Pech sozusagen. Der nächste ist auch rechts tief. Beim Nachladen können wir mal gucken. Ja, da hat er so ganz kurz noch mal nachgeschaut. Das kostet dann natürlich auch wieder 1,5 Sekunden. Hat sich große Ziele gesteckt. Er möchte in diesem Jahr 93% Liegendschießen-Quote erreichen. 90% hat er bisher. Heute ist er in dem Bereich wieder. Ja, ein bisschen knapp runter. Ne? Ja. 6 Schuss, 5 Treffer. Ja. So, wir schauen nach vorn und da sehen wir dann mit der 2 Eric Perrault, den lang aufgeschossenen Franzosen, der in einer Bergregion lebt und dort natürlich auch beste Trainingsbedingungen hat zu Hause. Kommt aus einer sehr sportlichen französisch-norwegischen Familie. Sein Vater Frank gewann übrigens im Biathlonsport eine WM-Medaille. Das war 1995 in Antholz, als es noch die Mannschaftswettbewerbe gab. Die Älteren werden sich erinnern. Und die Mutter übrigens, Tone Marit Oftedal, eine Norwegerin, war mal Junioren-Weltmeisterin im Langlauf. Er hätte also beide Optionen gehabt, für Frankreich, für Norwegen zu starten, hat aber sein Leben in Frankreich verbracht, ist dort aufgewachsen. Also stand für ihn keine Alternative an, als für Frankreich zu starten. Und David ist jetzt schon auf Position 4. Die Gruppe ist er ganz gut rangelaufen, wobei vor ihm ist jetzt Elia Zeni. Da müsste er sich jetzt überlegen, ob er vielleicht gleich vorbeigeht. Büro gestern, wie du angedeutet hast, einer von den Franzosen, die sehr gut performt haben. Von Rang 10 im Sprint auf Rang 7 in der Verfolgung nach vorn gelaufen. Also die haben gestern zum ersten Mal in kompletter Mannschaftsstärke gezeigt, dass mit ihnen wieder zu rechnen sein wird. Die Formkurve zeigt steil nach oben. David Zobel jetzt vorbei. Ilja Zeni hat deinen Wunsch gehört. Lass ihn nicht aus den Augen. Du hast einen sauschnellen Ski. Über den Kopf arbeiten und dann in die Abfahrt. Komm, jawohl. Das war ja der vorhin angesprochene Jens Filbrich. Mit ihm erfindet man das Training nicht neu, sagt David Zobel. Aber es gibt ganz viele Kleinigkeiten und eine ganz andere Ansprache auf der Strecke, eine ganz andere Motivation, neue Hinweise. Ist schon wichtig, solche neuen Impulse zu bekommen. Hier in diesem Tunnel versucht man natürlich immer, die schnellste Spur zu finden. Da in der Mitte fahren die Techniker immer die Ski aus beim Testen vorm Rennen. Und da ist es wirklich spiegelig und am schnellsten.
Und ich vermute, dass Davids Ski da wirklich gut funktioniert. Denn er ist ja eben als erster in den Stand reingelaufen. Also da rutscht er bestimmt gut. Hat man ja auch von Jens Wilbrich eben gehört. Du hast einen sauschnellen Ski. Weiß man natürlich als Athlet zu schätzen. Hat ja gestern auch Benny Doll schon sehr gelobt. Und der dennoch dieses geht nicht so gut vom Fuß ein bisschen kritisiert hat. Aber das hast du ja gestern auch schon erklärt. Ist sehr individuell, wie man sowas empfindet. Ne? Ja, und natürlich auch eine Markensache, welchen Skihersteller man hat. Was für ein Schliff man gelaufen ist und eine persönliche Wahrnehmung plus die Bauweise des Skis spielt auch eine Rolle. Ja, David geht ja wirklich stabil. Das gefällt mir im Oberkörper. Sieht im Vergleich zu Eliazzeni eben. Ja, wollte gerade sagen, genau der Vergleich ist da aufgefallen. Eliazzeni wesentlich mehr gerührt mit dem Oberkörper. Da springt er sogar leicht an da oben und reißt da die Lücke zu den Nachfolgenden. Manchmal möchte man Mäuschen sein, so im Hinterkopf. Was geht jetzt in ihm vor, so vor dem Stehen, Schießen? Da hat er sich auch viel vorgenommen für dieses Jahr. Die Quote allerdings im Moment noch bei 78%. Das ist, wenn man Weltspitzenniveau zum Ziel hat, zu wenig. Und sein Trainer Uwe Schwellepetz sagt, er ist ein Superschütze, war im letzten Jahr einer der stabilsten. Und dennoch, seine kleine Schwäche ist, manchmal verliert er während des Wettkampfschießens so ein bisschen die Konzentration, den Fokus. Wie kann man das den Leuten zu Hause erklären? Ja, die Konzentration, man schweift ab, man ist nicht völlig auf der Scheibe und hat diesen unbedingten Willen, das ein gutes Zielbild zu nehmen. Und dann ist man manchmal natürlich auch ein bisschen lasch und drückt einen Schuss, der eigentlich nicht passt. Und passiert auch Johannes Tingesbühl gelegentlich, haben wir im Sprint gesehen. Da muss man hellwach sein. Und er weiß natürlich, Stühlerheim-Lagreit, 96% Stehenquote. Man muss davon ausgehen, dass der jetzt mit 0,5 weggeht, ohne Nachlader. Also da wird einem fast schwindelig, wenn man die Quote hört. Und dennoch, was hat er vor der Saison gesagt? Reserven sieht er bei sich vor allen Dingen in Stehenschießen. Das ist Wahnsinn. Er hat viel an der Kraft gearbeitet, Oberkörperkraft, will seinen Stehenanschlag noch weiter stabilisieren. Also ich meine, wer bei 100% in einem Jahr ist, das wäre mir unheimlich. Ja, wahrscheinlich nicht nur die Quote, auch noch schneller. Das ist sozusagen der zweite Faktor. Ganz genau. Er möchte ganz gerne 20 Sekunden statt 25 schießen, in der Regel, und zwar sauber und fehlerfrei. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch. Jetzt an der Spitze des Feldes, das ist Uroš Velepec, unser slowenischer Cheftrainer der deutschen Mannschaft. Im letzten Jahr als Co-Trainer eingestiegen von Marc Kirchner, hat dort viel, viel gelernt, hat er mir erzählt. Und jetzt hat er die Verantwortung und schaut auf David Zobel. Hier zunächst einmal der führende Stühlerholm-Lagreit, der jetzt auf die erste Bahn geht. Erster Schuss von Perrault. Tolle erste Serie. Mensch, 4-5 hat er schon. Perrault sensationell. Unfassbar schnell geschossen. Und hat auch Stühlerholm-Lagreit zu einem Fehler verleitet. David Zobel hat gleich mit 2 angefangen, leider. Perrault ist weg. Lagreit ist weg. Auch die Finnen, die das hier richtig gut machen. Jaakko Ranta, auch mit 0 Fehlern. Und bei David wird es jetzt ernst. Ja, hat auch ein bisschen Horizontalschwankungen, hat man gesehen im Korntunnel. Roter Punkt heißt Strafrunde. Strafrunde für Deutschland, für David Zobel, für einen so, so guten Schützen. Aber wie wir erwähnt hatten, stehend seine schwächere Komponente. Und jetzt muss er in die Runde, das heißt noch mal 22, 23 Sekunden obendrauf. Und jetzt gehen alle, die eigentlich deutlich schwächer sind als David, schon vor ihm raus. Jetzt muss er probieren, da noch ein paar Leute einzuholen. Aber nach vorne geht natürlich nichts. Nee. Also wenn er jetzt mit einer Minute ungefähr Rückstand rausgeht, das wird sich nicht groß verändern. Ein bisschen weniger, 54 Sekunden nach vorne geht nichts, aber ein paar Plätze kann er natürlich noch gut machen. Das ist natürlich eine fette Hypothek, auch wenn wir wissen, eine Minute ist noch nicht aussichtslos. Alles ist noch drin, aber vorn sind eben auch die Favoriten. Vorn sind Frankreich und Norwegen. 8 Sekunden zurück, Lagreit hinter Perrault. Hier sehen wir den Fehler von Lagreit. Man sieht schön, wie er das Tragegestell da um die linke Hand noch rumgewickelt hat, um sozusagen zusätzliche Stabilität zu erreichen. David beim Nachladen. Das kann man auch noch etwas schöner lösen, indem man die Schaftkappe in der Schulter lässt. Dann geht es noch schneller. So muss er jedes Mal den Anschlag neu aufbauen. Kostet auch Zeit. Bei diesen feuchtkalten Bedingungen sind die kleinen Projektile natürlich auch sehr klebrig. Nicht ganz so leicht zu handeln, wenn man sie danach lädt. Ja, ich finde, bei den Bedingungen geht es eigentlich ganz gut. Da sind die Handschuhe griffig. Das ist eigentlich fast noch das
die besten Bedingungen zum Nachladen, besser als minus 10 Grad und ja, kein Grip. Klamm sind, ja. Und Eric Pirot, 16,7 Sekunden eben, wird angezeigt fürs Stehenschießen. Also das hat er extrem gut gemacht. Irre Serie. Beste, die ich von ihm in diesem Winter gesehen habe. Und deswegen auch gleich die Lücke zu Sturleholm-Lagreit. Und dahinter übrigens Jaakko Ranta, der Finne, der neben dem Polen Savol einer der zwei war, die gestern in der Verfolgung null Fehler geschossen haben. Also dieser Finne kann es und zeigt es auch hier als Startläufer in der Staffel. Lob momentan und Anerkennung dafür. Rang 3 für die Finnen mit nur 9 Sekunden Rückstand auf Pirot nach dem Schießen. Ja, Eric Pirot sieht hier auch wirklich dynamisch aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man nach seinen Idolen befragt, hat er gesagt. Da gibt es eine ganze Menge. Ole-Einar Björndahl, der auch hier ist jetzt als Experte. Foucault, Johannes Thienis Bö, Poiré. Kein Zufall, dass es alles Franzosen und Norweger sind. Weil, wie gesagt, französische Eltern, norwegische Eltern. Das war jetzt Jaakko Ranta da mit der 8 der Finne. Dann sehen wir mit der 7 Sebastian Stalder, den so schießstarken Schweizer. Und Unterweger für die Österreicher hat nicht so gut geschossen im Stehenschießen wie vorhin im Liegendanschlag, als er als Dritter rausging. Jetzt 43 Sekunden zurück, aber immer noch vor David Zobel. Ja, und der Abstand bleibt in etwa gleich. Und David, ab! Hast du nichts hier verloren? Letzte Runde jetzt! Nochmal alles, komm! Für die Mannschaft, komm! Und drüber, jawohl, komm! Jetzt packt er ihn ein bisschen bei der Ehre. Ja, aber ist auch gut, natürlich wird David da bisschen ja, mit sich unzufrieden sein. Johannes Kühn, der Nächste, der gleich dran sein wird. Und David Zobel, den wird das wurmen, den wird es ärgern. Der ist einer, der immer nur für die Mannschaft lebt und denkt. So habe ich ihn kennengelernt. Den wird das besonders wurmen, fast eine Minute hier schon zu haben als Rückstand auf die Führenden. Das ist eine fette Hypothek für den Nächsten dann, für Johannes Kühn, den wir eben schon gesehen haben. Sturleholm-Lagreit hat 2 Sekunden abgeknabbert vom Rückstand, jetzt nur noch 6,5. Der Rückstand des Finnen erwartungsgemäß deutlich größer geworden, um 20 Sekunden angewachsen. Jaakko Ranta, toller Schütze, läuferisch kann er natürlich nicht mit diesen Pirots und Lagreits der Welt mithalten. Kann man immer schön den Abstand sehen, das ist die obere Wende und jetzt kommt nicht mehr viel. Jetzt hat man es fast geschafft, wobei man in der Staffel natürlich noch einmal über den Schießstand laufen muss. Und das unterschätzt man manchmal. Man hat ja immer im Kopf die Einzelrennen und über den Schießstand, das zieht sich noch mal richtig. Ja, wie wir vorhin gesagt hatten, erste Herausforderer, die Franzosen, dank ihrer starken Leistungen gestern in der Verfolgung. Perrault macht das hier herausragend, aber dann kommen ja gleich die Bö-Brüder, erst Tarje, dann Johannes Thienis Bö, Vetles Jastad Christiansen. Es bleibt dabei, die Norweger sind natürlich die großen Favoriten in dieser Staffel. Wir würden es schön finden, wenn das hier spannend bliebe, wenn die Rückstände und Abstände nicht allzu groß werden würden nach hinten. Tarje Bö in einer herausragenden Verfassung wartet hier auf Sturleholm-Lagreit. Erster Wechsel allerdings wird der Franzosen sein von Eric Pirot auf Emilien Jacquelin, der sich gestern sehr stark gezeigt hat, bester der Franzosen war. Hier ist diese von dir angesprochene Runde einmal an den Scheiben entlang und einmal hier um diese Spitzkehre und dann wird gewechselt. Klarer Körperkontakt muss zu sehen sein in einer vorgeschriebenen Wechselzone. Kein Problem hier für Pirot und Jacquelin. Dann kommt der Mann, der das gelbe Trikot trägt. Heute in der Staffel nicht, aber Tarje Bø, sensationell, momentan in Form. Sprintsieger hier von Hochfilzen, Zweiter schon im Sprint von Östersund. Und Emil Nyquist hat sich hier wirklich gut geschlagen. Er hat ja schon in der ersten oder zweiten Runde die Mütze weggeworfen und sah sehr leidend aus, aber er hat es prima gemacht und übergibt mit der Gruppe und das war wirklich der Schwächste in der schwedischen Staffel. Der übrigens im Sprint mit einer geliehenen, zusammengebastelten Waffe schießen musste, weil es da diverse Anreiseprobleme gab. 4 Tage hat es gedauert,
aus Skandinavien hier runter mit dem Zug aus Verona und hast du nicht gesehen. Und dann noch Probleme in Innsbruck beim Zoll, die Waffen nicht rausgeben wollten. Da kam alles zusammen. Und hier gleich ein neuer Stock, der alte weggeschmissen, gleich beim Wechsel. Der Litauer waren es gleich oder die Rumänen. So, Wechsel für Deutschland jetzt. 59,4 Sekunden der Rückstand. Also da hat David Zobel noch mal 5 Sekunden verloren nach dem Schießen auf den führenden Eric Pirot. Da sehen wir ihn am Boden völlig ausgepumpt. David Zobel, der seit 3,5 Jahren in Oberhof lebt und trainiert. Hier noch mal der Wechsel. Berührung. Und Johannes Kühn ist unterwegs. Ja, aber für Johannes gut, er hat gleich ein paar Leute vor sich, die er überholen kann. Das gibt einem erstmal ein gutes Gefühl, man macht was gut. Man ist nicht im luftleeren Raum unterwegs, hoppala. Ja, hier haben wir es nochmal. Was, da schaltet? Beim Wechsel haben sich gegenseitig den Stock zerbrochen, draufgetreten wahrscheinlich und gewechselt, den anderen weggeschmissen, zack, zack. Aber da hat der Startläufer schnell geschaltet und Sebastian Samuelsson macht hier gleich Druck. Der möchte natürlich vorne hin. Und da sieht man, was da für Zug drin ist. Also Emilien Jacquelin hat das gestern wirklich sehr, sehr gut gemacht. Von 13 auf 6 nach vorn gelaufen, hat vorn angeklopft bei den Norwegern. Am Ende war nicht viel zu machen für ihn. Den zweimaligen Verfolgungsweltmeister, der schon vor 4 Jahren zum ersten Mal auf einem Siegerpodest zu finden war. Auch in einem Verfolgungsrennen, das ist seine Spezialität. In Staffeln ist er für alles gut, dieser Emilien Jacquelin. Hier Sebastian Samuelsson mit der 6 vor Jakob Fack, dem 36-Jährigen, dem zweitältesten heute, eigentlich dem ältesten, weil Simon Ederlich dabei ist. Gute Besserung, ja, an Simon. Hier vorne Sandra Flunger, die österreichische Frauentrainerin der Schweiz. Ist auch im deutschen Team so gehandhabt, dass die Betreuer, Funktionäre, Wachstechniker alle auf der Strecke verteilt sind für eventuelle Materialbrüche, wenn ein Stock bricht oder auch um Zwischenzeiten. So, gut so! Nach vorne hast du 5 Sekunden gut gemacht. Guter Angang, hopp! 30 ungefähr auf 3, komm! Und drüber hier, komm! Ich bin eigentlich echt begeistert, wie... Während wir den unzufriedenen David Zobel sehen, wie sich Johannes Kühn entwickelt hat im Verlauf dieser noch jungen Saison. Dazu gleich ein bisschen mehr, wenn wir ihn sehen. Samuelsson immer noch mit Jakob Fack da hinten dran. Ich weiß nicht, ob das schlau ist vom Slowenen, sich da auf Teufel komm raus dran zu hängen. Das könnte sehr schnell zu einer Übersäuerung der Muskulatur führen. Mit der 8, das ist der zweite Finne, Otto Invenius. Jetzt, wo wir Johannes Kühn sehen, der ist krank gewesen in der Vorbereitung, also auch vor dem letzten Testrennen in Schuschön, waren keine guten Vorzeichen, denn er musste sich und wollte sich ja noch mal anbieten. Er ist auch krank gewesen, nachdem die deutsche Mannschaft aus dem Höhentrainingslager zurückkam. Deshalb hat er gesagt, konnte ich gar nicht so richtig erkennen, hat die Höhe mir was gebracht oder nicht. War da ein bisschen missmutig und hat so ein bisschen mit allen möglichen gehadert. Dafür, muss ich sagen, ist er gut in die Saison reingestartet. Er hat schon mehrere Top-10-Plätze und hat auch in den Sprints gute Leistung gezeigt. Gestern im Verfolger war natürlich das Stehenschießen hinten raus. Ja. Ein ziemlicher Dämpfer. War da ja auch gut unterwegs. Und deswegen bin ich gespannt, wie er es heute hinbekommt, stehend. In Hochfilzen hat er aber schon viele gute Staffelrennen gemacht. Das weiß ich aus Erfahrung, weil ich schon welche mit ihm zusammengelaufen bin. Und da hat er es oft stehend gut hinbekommen, auch mal 0,5 geschossen. Dein letztes Staffelrennen hier war, ich habe mal nachgeguckt, 2019, Rang 2 hinter Norwegen, zusammen mit Johannes Kühn damals. Und ich meine, da hat er sogar 0,5 geschossen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. So, schon relativ große Abstände hier hinten, wie wir es befürchtet hatten. Das Feld schon weit auseinandergezogen, aber noch nicht so weit, als dass hier nicht noch was passieren könnte. Franzosen mit 9 Sekunden Vorsprung gewechselt auf die Norweger. Dann eine kleine Lücke auf die Schweiz. Jean-Paul Jacquinot, der Mann, den man noch niemals lächeln sehen hat im Schießstand, schaut ernsten Blickes auf das Schießen von Emilien Jacquelin.
Ach, fast perfekte Serie. Da war er sich schon sicher, dass der Fünfte doch eigentlich auch reingehen müsste. Taye Bö hat begonnen. Und Jacquelin mit dem ersten Nachlader. Aber Bö schießt stark. Passt zu seiner gegenwärtigen Form. Der ist auf Wolke 7 unterwegs. Taye Bö mit seinen 35 Lenzen in einer großartigen Verfassung. Im gelben Trikot, ja, das hat er übrigens das erste Mal schon vor 13 Jahren getragen. Wieder ein paar Probleme beim Liegenschießen bei Samuelsson, der aber sehr schnell nachgeladen hat. Und die Slowenin, das kann nicht wahr sein, Jakovac, dieser Superschütze. Vielleicht hat es sich wirklich gerecht, dass er so dran geblieben ist am superschnellen Samuelsson. Jetzt muss er hier schon jetzt zweimal in die Runde, die beiden durchgehend roten Kreise. Jetzt der dritte, Wahnsinn, Slowenien ist raus, fabriziert durch ihren Besten. Da stimmt irgendwas nicht. Der trifft überhaupt gar nicht. Aber Johannes Kühn. Wahnsinn. Sehr schöne Serie von Johannes Kühn und 5 Strafrunden für Slowenien, für Jakovac. Die Ausgangsposition, da Platz 4, völlig futsch. Aber Johannes Kühn hat das großartig gemacht. Arndt, du hast ganz genau hingeschaut. Irgendwas zu sehen aus der Entfernung, was dir missfallen hätte? Ich glaube nicht. War ein richtig gutes, tolles erstes Schießen. 1A, so wünschen wir uns das. Und bevor es hier weitergeht auf der Strecke, gleich mit Jacquelin und Bö, schauen wir mal runter zu David Zobel und zu dir, Christian. Ja, und David kam hier kopfschüttelnd an und sagte nur dumm, 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 so dumm. Was war denn genau so dumm heute? Ja, wir hatten heute wieder richtig guten Ski. Deswegen bin ich in der Abfahrt vom Liegenschießen auch gleich mal vorbeigegangen und dann als erster rein in Stand. Liegend, ich glaube, der Fehler war tief, muss ich nachher nochmal nachfragen. Der hat mich dann so einen Ticken in Zugzwang gebracht. Weil ich gesehen habe, okay, der Perrault und der Lagreit, die sind jetzt so ein Ticken vor mir, da will ich wieder ran, weil wir hatten heute ein ganz klares Ziel. Wir wollen aufs Podium und Norwegen und Frankreich angreifen. Deswegen war das mein Ziel, da wieder ranzulaufen. Und ich hätte gemeint, es wäre nicht drüber gewesen. Also ich habe mich eigentlich gut gefühlt und dann komme ich zum Stehenschießen und dann zeigt mir der Perrault, wie es geht. Also da habe ich gleich die ersten 2 daneben geschossen, habe dann am ganzen Körper gezittert und ja, habe ich leider der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Das tut mir leid. Wie sehr waren Sie dann trotzdem bei sich und wie sehr haben Sie gesehen, Perrault schießt schnell, Lagreit einen Fehler, wie viel kriegt man davon mit und wie sehr waren Sie bei Ihren Scheiben? Leider heute zu viel davon mitbekommen, definitiv. Ich habe ganz genau gehört, wie der Perrault die Null geschossen hat, was mir jetzt zum Beispiel im Verfolger gestern sehr gut geglückt ist. Da war ich komplett bei mir. Und heute ist mir das leider ja, einen Ticken abhanden gekommen und deswegen ist dann die Strafrunde passiert und das ist ärgerlich. Ja, Sie sind in der ersten und in der zweiten Runde jeweils die schnellste Runde gelaufen. Sie haben es eben schon angesprochen. Warum kann man sich dann aber dann trotzdem nicht bremsen? Ist das die Euphorie? Ist das vielleicht auch Lehrgeld, was Sie heute zahlen als ja, junger Athlet? Ja, ganz so jung bin ich nicht mehr, aber Lehrgeld habe ich heute auf jeden Fall gezahlt. Also ich hätte mich dann einfach mehr auf mich konzentrieren müssen, vielleicht den ersten Schuss noch mal einen Ticken langsamer setzen und dann trotzdem eine saubere Null durchziehen, anstatt irgendwie hektisch zu versuchen, da hinter den 2 herzukommen. Da habe ich, glaube ich, Lehrgeld bezahlt. Zu schnell gelaufen bin ich nicht, der Ski war einfach so gut. Also das hat gepasst. Das sind ja Luxusprobleme, immerhin wenigstens das. Danke. So, wir haben ein bisschen parallel mitgeschaut. Samuelsson für Schweden hat ein bisschen gut gemacht. 6 Sekunden aufgeholt auf die Spitze. Die Spitze immer noch bei Emilien Jacquelin. Und Taye Bö dahinter versucht irgendwie die 6 Sekunden aufzuholen, die er da hatte. Johannes Kühn, Rückstand genau wie beim Wechsel. Knappe Minute, 59,8 Sekunden. Allerdings hat er 4 Plätze gut gemacht, von 13 auf 9 nach vorn geklettert. Wieder gut gemacht nach vorne, wieder 5 Sekunden aufgeholt. Komm, nutz deinen Ski hier, komm, ran. Übergang nehmen und vorbei. Jawohl, hopp. Ja, das hört man natürlich gern, wenn man immer ein bisschen zuläuft, auch nach vorne. Es sind natürlich auch keine langsamen Athleten vorne. Emilien Jacquelin ist gewiss auch schnell unterwegs und das gibt einem sicher ein gutes Gefühl. Man weiß, dass der Ski passt und man kann nach und nach ein paar Plätzchen machen. Samuelsson war zum Beispiel zum Auftaktwettbewerb in Östersund der schnellste, Jacquelin dort der zweitschnellste. Hat es mit dem Schießen noch nicht so hinbekommen. Das lief hier gestern zum Beispiel deutlich besser beim Franzosen. Und Bö ist ein bisschen rangekommen, 1,5 Sekunden auf den Franzosen gut gemacht. Samuelsson, wie gesagt, 6 Sekunden. Dann die Ukraine mit Dmitri Pidruzhny. Willkommen zurück im Weltcup. Hatte einen Radunfall im August, meine ich. Hat sich dort den Ellbogen gebrochen. Ist ein bisschen später eingestiegen in den Weltcup. Das war so geplant. Erst hier und gleich mit einer guten Verfolgung gestern. So,
Also mal schauen, 56,9, das sind 3 Sekunden, die er jetzt gut gemacht hat nach dem Schießen Johannes Kühn. Und für die Österreicher, das ist David Komatz, der sich mit Rückenproblemen rumquält, der gestern extra die Verfolgung ausgelassen hat, um sich für die heutige Staffel zu schonen. Naja. Schlagen sich ja bis jetzt wacker und die waren ja in Östersund auf Platz 4 mit nur 2 Nachladern. Also sie haben das grandios über den Schießstand gelöst und das ist mit Sicherheit auch heute ihre Taktik, da möglichst ungeschoren durchzukommen. Denn läuferisch sind sie ein bisschen dahinter. Heute gut zu sehen an den Startnummern, da es erst eine Staffel gab in diesem Winter, tragen alle die Startnummer, die der Platzierung dort in Östersund entspricht. Also die Franzosen mit der 2, die Norweger mit der 1 und die beiden jetzt, Jacquelin und Taillebö, kommen fast gleichzeitig zum zweiten Mal an die Scheiben. Emilien Jacquelin im Moment ein bisschen mit Stehenproblemen, nur 69% Trefferquote stehen. Taille deutlich stabiler aktuell, 87%. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal so lange so stabil geschossen hat wie in dieser Saison. Also er ist wirklich gerade auf dem Top-Niveau unterwegs. Das heißt, Vorteile für Taille aktuell, würde ich mal einschätzen. Hat hier seinen 13. Weltcup-Sieg insgesamt gefeiert. Ist auch Staffel-Olympiasieger, Staffel-Weltmeister wie kaum ein anderer. 5-mal mit der norwegischen Staffel-Weltmeister, 2-mal Olympiasieger. Und jetzt hat er hier Emilien Jacquelin vor sich auf Bahn 1. Ja, Jacquelin versucht das, was er kann, das schnelle Schießen, versucht Taillebö unter Druck zu setzen. Der allerdings lässt sich kaum aus der Ruhe bringen, hat bisher alles getroffen. Jacquelin ist weg und jetzt muss Taillebö dann doch nochmal nachladen. Dahinter schon Samuelsson da, der schnelle Schwede. Und auch Pidrucny, der Ukrainer. Dazu die Schweizer mit Joscha Burkhalter. Jetzt ist Taillebö weg. Und wieder Probleme bei Samuelsson, der jeweils auf der Runde aufholt und jeweils beim Schießen ein bisschen zurückfällt. Pidrucny, letzter. Parallel jetzt mit Samuelsson. Die Finnen immer noch gut dabei mit Otto Ingvenius. Jetzt fehlerfrei, jetzt auch Pidrucny und jetzt auch Samuelsson durch mit dem Schießen. Wir achten auf Johannes Kühn. Bei Hannes sieht man manchmal, dass die Waffe gefühlt etwas nach rechts kippt. Und je stärker das ausgeprägt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren. Und er hat es im Sprint sehr gut im Griff gehabt. Und manchmal das Gefühl, der ganze Oberkörper geht ein bisschen nach vorne, die Waffe kippt nach rechts. Hat ja im letzten Jahr seinen Schießrhythmus stehend verändert, um ein bisschen was zu machen. Von links nach rechts begonnen damit. Liegend war das schon immer so. Aber so hundertprozentig in jedem Rennen funktioniert es noch nicht. Immerhin hat er es mit 2 Nachladern gelöst. Jetzt Johannes Kühn ist unterwegs. Das war ganz wichtig. Klar, 44 Sekunden hat er gebraucht. Aber die Strafrunde verbiegen und wieder auf der Strecke. Stände jetzt vorne ein bisschen größer geworden. Jacquelin hat 12 Sekunden auf Taillebö. Dann auf Rang 3 Pidrucny ganz knapp vor Samuelsson raus. Also die Ukraine schlägt sich sehr, sehr gut. Und hier nochmal das Schießen von Emilien Jacquelin. Geht er auch komplett aus dem Anschlag raus. Aber er hat trotzdem 11 Sekunden schneller geschossen als Taille, obwohl beide einen Nachlader benötigt haben. Ich hatte auch das Gefühl, da ist viel Risiko dabei. Schießt schnell. Auch Glück gehabt. Der erste war, glaube ich, auch schon. Also, das war ein sehr riskantes Schießen. Es ist gut gegangen mit einem Nachlader. Aber das war auf Messers Schneide, würde ich sagen. Aber im Prinzip ein Schießen, wie wir es von ihm gewohnt sind. So hat er seine Verfolgungsweltmeistertitel eingefahren oder auch eingeschossen. Bei Thai sieht es doch sehr viel stabiler aus. Ja. Hat auch gute Treffer. Aber der letzte, der gelingt ihm da auch nicht. Und vielleicht hat er ihn da doch ein bisschen unter Druck gesetzt, dadurch, dass er so schnell fertig wurde. Also die Taktik von Emilien Jacquelin ist doch schon ganz gut aufgegangen. Ja, hier haben wir ihn, den Franzosen. Interessante Geschichte, wir haben sie schon mal angedeutet. Hat ja die letzte Saison wegen mentaler Probleme vorzeitig beendet. Und zwar nach einer erfolgreichen WM-Staffel. Als die Franzosen Gold gewonnen hatten, hat mir erzählt, dass er schon vorher wusste, dass er aufhören will. Und dass er sich tatsächlich kaum noch konzentrieren konnte in der Staffel auf sein Schießen, auf seinen Tageswerk, also irgendwie Wahnsinn. Er hat gesagt, ich brauchte eine Pause, sonst wäre wahrscheinlich nach dieser Saison, nach der jetzigen, für mich endgültig Schluss gewesen. Und jetzt ist aber auch irgendwas passiert auf der unteren Runde. Taille hat da 10 Sekunden aufgeholt bis zur ersten Zwischenzeit. Also das ist wirklich viel.
fast dran gewesen, ne? Genau, ist fast schon dran gewesen. Und da vielleicht geht es jetzt so ein bisschen dahin. Bei Emil Jaschaklar. Ja, Samuelsson hat sich jetzt natürlich abgesetzt von Dimitri Pedruschny. Die beiden ja fast gleichzeitig weg vom Schießen. Der Schwede jetzt 3-4 Sekunden voraus. Die Finnen immer noch mit Otto Ingvenius. Das finde ich großartig. Und Joscha Burkhalter für die Schweizer, der gestern die besten Saisonleistungen abgeliefert hat, als er 21. war an der Verfolgung. Für ihn wirklich respektables Resultat. So, dann dieses Pärchen hier. Mit der 5, das ist Biona, der Italiener, und dahinter dann Johannes Kühn. 10 Sekunden, gut gemacht! Geh vorbei, wenn du dich fühlst! Jawohl! Hopp, hopp, hopp! Das sieht super aus, er hat leicht die Lücke geschlossen, ein paar Plätzchen gut gemacht. Hat natürlich beim Schießen 20 Sekunden verloren, jetzt aber wieder ein paar gut gemacht. Und da Philipp Navrat, der nochmal nach dem Rechten schaut. Ja, das ist auch eine Angewohnheit wahrscheinlich, zu gucken, ob alles frei ist, nicht Tropfen irgendwo im Diopter hängt. So, hier Pedruschny, den man wirklich einfach nur loben kann für diese Vorstellung hier. Und jetzt ist Taillebühl schon vorne. Das wundert mich, dass er so schnell diese 12 Sekunden gut gemacht hat. Ja. Und jetzt gilt es natürlich für Emil Jaschaklar, da irgendwie dran zu bleiben, damit Fabian Kloth gleich mitlaufen kann, wobei mit Johannes Thiemiesbø wird es jetzt auch nicht schön. Aber zeugt irgendwie davon, Arndt, dass er sich sein Rennen super eingeteilt hat, denn auf der Runde davor hat er nur 2 Sekunden gut gemacht, der Taillebø. Philipp Navrat da sehr akribisch in der Vorbereitung, schaut auch nochmal auf den Unterstützungsriemen da am Oberarm. Und da ist Johannes Thiemiesbø, der gestern sichtlich erleichtert war nach diesem herausragenden Verfolger, als er mit 47 Sekunden Rückstand auf seinen Bruder Taye gestartet war, der jetzt an ihn übergeben wird. Klasse Runde von Taillebø gegenüber Emilien Jacquelin, dem doch ganz eindeutig der Akku ausgeht hier. Ja, da geht der Tank ein bisschen leer. Kann natürlich auch sein, dass der Ski ein bisschen zumacht. Also die Ski bauen unterschiedlich ab, gerade ohne die Flurwachse. Bei den Bedingungen ist ein gewisser Verfall dort, aber er sieht auch wirklich sichtlich gezeichnet aus. Rettet sich damit. Eieiei. Auf der letzten Rille. Taillebø in genau der Form, in der er sich hier die Tage präsentiert hat. Auch gestern im Verfolger wieder Dritter gewesen. Gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Podest. Das machen sie am liebsten, die beiden. Jetzt Johannes Thiemiesbø unterwegs. Und jetzt dürfen wir theoretisch damit rechnen, dass die Lücke größer wird, dass die Norweger die Vorentscheidung herbeiführen wollen. Und hier zeigt Jacquelin an, auch Stockbruch beim dritten Franzosen offenbar, der da blitzschnell starten wollte. Und ich meine da auch gesehen zu haben bei Fabian Kloth, dass da auch der Stock gebrochen ist. Hat aber eben neun bekommen. Hat gleich neun bekommen, ne? Ja. So, dann Samuelsson, der gewiss nicht zufrieden ist mit seiner Runde. Zwar für Schweden als Dritter wechselt, aber 32,9 Sekunden zurück. Da war er zwischendurch schon mal auf 20 Sekunden ran. Dann die Ukraine mit dem ganz starken Pedruschny auf Atem Prima. Und die Finnen, Hut ab, Jaakko Ranta und Otto Ingvenius mit einer starken Vorstellung auf Platz 5 hier. Sie tragen die 8, das heißt auch in Östersund waren sie relativ gut dabei. Deutschland trägt die 3, waren in Schweden auf jenem dritten Platz. Philipp Navrat geht gleich in die Spur, bekommt gleich den Klaps von Johannes Kühn. Gesagt, passiert, Deutschland unterwegs, 1:08:08 der Rückstand auf Platz 7. Johannes ist auch wirklich gut gelaufen. Insgesamt auf der Runde die dritte Zeit, knapp 9 Sekunden hinter Taillebø. Dazwischen Sebastian Samuelsson mit knapp 6 Sekunden Rückstand. Also da hat er sich wirklich richtig reingehangen. Der Ski hat gepasst und hat sich sichtlich ausbelastet. Ja, schade natürlich, die beiden Fehler im Stehendanschlag. Wenn er da noch mal mit einer Null durchgekommen wäre, aber hätte, wäre alles spekulativ. Biathlon ist Realität und Realität waren seine 2 Fehler und 40 Sekunden beim Schießen. Da hat er ein bisschen eingebüßt. Aber für seine Verhältnisse, oder er hat relativ zügig nachgeladen, das hat er gut gemacht. Und da hat uns doch die Strafrunde deutlich mehr wehgetan von David, würde ich einschätzen. Also insgesamt. Hier sehen wir das nochmal. Ich würde sagen, da hat er sich richtig schön selber abgetreten. Ja, genau. Ein bisschen ungestüm losgelaufen.
Aber da schaltet Emil Jascha klar auch gleich, genau. Trotz 15er Laktat wahrscheinlich. Noch frisch im Kopf. So, da läuft er, da gleitet er. Mit ein klein bisschen mehr Oberkörpermuskulatur, wie er mit dem Zwinkern erzählt hat. Seit letzten Sonntag macht er jeden Morgen Liegestütze und ein bisschen Krafttraining. Natürlich reiner Quatsch, weil es funktioniert. Auch in Östersund war er nicht schlecht, nur nicht so herausragend wie im letzten Jahr. Dritter Platz über die 20 Kilometer war ja kein schlechter Einstieg für Johannes Thiemiesbø. Da haben wir kurz gesehen, wie der neue Stock gereicht wurde. So, bei den Schweden ist jetzt Oskar Brandt unterwegs. War wahrscheinlich ihr schwächstes Glied. Samuelsson hat eben schon nicht so abgeliefert. Jetzt gilt es für ihn, die Lücke nach vorn nicht so groß klaffen zu lassen, dass Ponsse de Oma noch eine kleine Chance hat, das Podium zu halten. Wobei für mich Emil Nyquist schwächer einzuschätzen ist als Oskar Brandt. Aber Oskar Brandt hat wirklich eine ausgewiesene Stehenschwäche aktuell mit 58%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Stehenquote, da muss er natürlich durchkommen. Aber vielleicht eine Chance für die deutsche Mannschaft. Also wenn du das wirklich im Kopf hast, diese 58%, ein Wahnsinn. Das lebende Lexikon neben mir. Ja, es liegt daran, dass ich vorhin die Übersicht gebastelt hatte. Oder gestern Abend. Okay. 30 Sekunden auf 3. Auf dem Föhr hast du es sogar gut gemacht. Heiz dir gut ein. Gib aber weiter Gas. Komm, hopp. Der beste Läufer momentan der deutschen Mannschaft, der in Östersund im gelben Trikot unterwegs war. Philipp Navrat gestern mit 4 Fehlern im Liegenschießen. Hat gut gemacht, so hat ihm Jens Filbrich zugerufen. Positionsmäßig sind die Deutschen ja von zwischenzeitlich Rang 13 nach dem ersten Wechsel jetzt schon wieder auf dem 6. Platz nach vorn gelaufen. Auch guter Anfang jetzt von Philipp Navrat, der sich sofort den ersten da geschnappt hat nach dem Wechsel. Ja, er war auch gestern wirklich in einer guten Verfassung. Mit der 8. Laufzeit hat er es gut gemacht. Stehen passt auch aktuell, aber liegend, da hat er so ein bisschen seine Problemchen. Einer der wenigen, die eine schwächere Liegenquote liegend als stehend haben. Aber auch hier schön stabil im 1-1. Da ist Kraft da, läuft er weit in den Anstieg rein. Das macht er richtig gut. Und angesichts der Tatsache, dass er im Sommer ja einen Mittelfußbruch hatte, ist es wirklich herausragend, wie er sich danach berappelt hat. Sein Trainer Uwe Schwellepetz des Lobes voll hat gesagt, der hat sich in keiner Sekunde hängen lassen, hat unfassbar gute Laune versprüht, hat viel trainiert, damals im Sommer danach Fokus auf gute Beinarbeit gelegt, auf guten Abdruck. Zwischendurch musste er notgedrungen viel Oberkörperarbeit machen, weil der Mittelfuß gebrochen war. Hat sich irgendwie alles ausgezahlt. Auch die schlechten Dinge haben manchmal gute Seiten. Ja, man kann auch mal das ein oder andere Defizit sozusagen dadurch ausbügeln, dass man gezwungen ist, nur Beine oder nur Oberkörper zu trainieren. Ja. So, Johannes Thiemiesbø hat alle Zeit der Welt für seine Verhältnisse. Sein in Östersund noch nicht funktionierender Liegenanschlag kommt jetzt, den er ein bisschen verändert hat, den er zu Beginn der Saison schon verändert hat, was ungewöhnlich ist, ein bisschen kompakter gestaltet hat. Schauen wir mal, wie es heute funktioniert. Gestern mit seinem insgesamt schon 20. Weltcup-Sieg allein in einem Verfolgungsrennen. Reagiert der? Man sieht es nicht so richtig. Ich vermute, dass er bei rechts gedreht hat. Sah nach 3 Rasten aus. So ungefähr 1 cm über den Daumen gepeilt. Veränderung. Und hat offenbar funktioniert. Aber jetzt ist der nächste da, Fabian Kloth. Kloth schießt stark, schießt schnell und schießt fehlerfrei und ist dran an Johannes Thiemiesbø. Lücke geschlossen. Oha. Jetzt Oskar Brandt. Der wird das sicherlich mitbekommen haben. Die beiden anderen sind weg ohne Strafrunde und ist jetzt irgendwie unter Druck. Logisch. Dann Artem Prima für die Ukraine, währenddessen der Schwede hier beginnt mit einem Fehler. Für Finnland ein ganz junger, unerfahrener mit Joni Mukala. Und dann müsste auch schon Philipp Navrat irgendwo rechts liegen. Und hier droht schon die Strafrunde für die Schweden. Jetzt muss er alles treffen. Schweden wie erwartet unter Druck. Philipp Navrat beginnt schnell.
Was bleibt ihm anderes übrig? Volles Risiko, einmal nachladen und abräumen, jawohl. Sehr schön, Philipp Navrat macht hier viel Boden gut. Die Schweden liegen immer noch, hat die Strafrunde zwar vermieden, Oskar Brandt, aber jetzt ist tatsächlich Philipp Navrat vorbei und wahrscheinlich auf Platz 3 und mit einem Rückstand von 59 Sekunden. Da haben wir diesen Rückstand wieder, den schon David Zobel sich eingehandelt hatte, fast. Der hatte ja 54,9 Sekunden. Und das hat Philipp Navrat richtig genial gemacht hier. Ordentlich Plätze gut gemacht, die Chance genutzt. Ja, da sieht man ein bisschen das Rasten, glaube ich. Da steht er jetzt schon auf. Die beiden, Siegfried Masi und er, hatten ja gestern eine echt lange Grundsatzdiskussion, eine Viertelstunde lang, haben sich jeweils ihre Sicht der Dinge geschildert. Am Ende hat natürlich der Trainer das Sagen. Eine starke Serie hier von Fabian Kloth, dem sicherlich gleich mal das Adrenalin in die Knochen geschossen war, als der Stock gebrochen war beim Wechsel. Aber das hier hat er wirklich super gelöst. Und auch Philipp Navrat das schnelle Nachladen. Ja, bleibt damit der Schaftkappe auch in der Schulter. Dadurch geht es schnell. Zack, wieder im Anschlag. Druckpunkt. Und das hat er gut gemacht. Noch besser natürlich, die Nachlade zu vermeiden, aber das hat er gut gelöst. Und Johannes hat es gesehen, gefeiert und darf jetzt mit Chris Sintexen sprechen. Ja, ein starkes Rennen gemacht. Die Deutschen von 13 auf 7 nach vorne gebracht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Läuferisch im Bereich von Tarje Bö und Sebastian Samuelsson. Wie sind Sie es angegangen, mit einer Minute Rückstand und dann auch in diesem Gewühl zu laufen? Ich bin so schnell gelaufen wie ich kann, von Anfang an, weil ich gewusst habe, ich bin erst der zweite Läufer, da ist noch viel möglich. Und ja, das ist nicht gewinn- oder zielführend, wenn ich dann da irgendwie versuche, mit dem vor mir mitzulaufen oder da irgendwo in der Gruppe zu bleiben. Weil unterm Strich muss jeder seine beste Leistung bringen. Und am Schluss werden einfach die vier Zeiten addiert. Deswegen kann ich da jetzt nicht irgendwie zu bummeln anfangen, sondern ich versuche, das Beste rauszuholen. Und das ist halt einigermaßen gelungen, ja. Rusch Wellepetz hat gestern kritisiert, dass Sie, auch Benny Doll, Philipp Navrat, beim Schießen teilweise so geschossen haben, als ob Sie den Fehler vermeiden wollen und nicht den Treffer erzielen. Können Sie erklären, was er mit der Kritik meint und was haben Sie daraus gelernt und wie war es heute? Also ich glaube, Rusch hat gemeint, wenn man zum Schießen hingeht, kann man ja entweder in einer gewissen Weise aggressiv an das Schießen rangehen oder wenn man sich nicht so sicher ist oder irgendwie quasi ein gutes Gefühl hat, dann leicht passiv. Und passiv führt in der Regel zu mehr Fehlern als wie aktiv oder aggressiv. Ja, wir haben uns gestern hinten raus alle, oder die meisten zumindest, die vorne waren nicht rumbekleckert beim Schießen. Heute war es okay. Also die ersten fünf waren okay. Wichtig war mir, dass ich die Nachlader getroffen habe, weil in der Regel ist das eher mein Problem, dass wenn ich länger am Stand stehe, dann Probleme kriege. Deswegen muss ich nach gestern, wo ich am Schluss dezente Probleme gehabt habe, sehr zufrieden sei heute. Ja, wie gesagt, am Schluss werden 8 Schießen zusammengerechnet und 12 Runden und dann schauen wir, was rauskommt. Und Teufel liegt auf 3 aktuell. Danke. Philipp Navrat hat jetzt Österreich und Schweiz ein bisschen abgehängt. Felix Leitner gibt eine gute oder ein gutes Tempo vor. Man sieht hier die Lücke. Liegt vielleicht auch am Ski, dass der gut passt. Und vorne finde ich spannend, dass Johannes Tingesbø da gleich die 12 Sekunden zwischen sich und Fabian Kloth gelegt hat. Ja, Wahnsinn. Kaum weg vom Schießstand, da haben wir schon die erste Zwischenzeit gesehen, 11,2 Sekunden. Und es war ja nur 1,7 Sekunden die Lücke. Also da macht er richtig Alarm. Auch Philipp Navrat, der hier von der 1-1er wechselt. Auch Philipp Navrat hat nochmal ordentlich an seiner Technik gearbeitet. Hat gesagt, das kann man nie zu viel und zu wenig und zu spät machen. Man muss immer dranbleiben, wenn sich kleine Fehler einschleichen, die ausmerzen. Oskar Brandt, dann der Finne, der Unerfahrene, den ich ihn vorhin schon mal genannt hatte, Joni Mukala. Hier die Nächsten dann. Und der Vier, die Österreicher, das ist Felix Leitner. Der starke Schütze fürs Team Österreich, der ganz gut abgeliefert hat in den letzten Tagen. Vor allen Dingen zum Auftakt über 20 Kilometer in Östersund sehr stark. Rückstand der Österreicher 1,37,2 sind ja zufrieden, schon allein deshalb, weil sie hier eine Staffel aufgestellt haben, angesichts der vielen Krankheits- und Verletztenprobleme. Und die hält sich immer noch ganz passabel. Philipp verliert auch ein bisschen nach vorne. 11 Sekunden seit dem Schießstandausgang.
Aber da macht der Johannes Tingsbürger richtig ernst auf der zweiten Runde. So, und jetzt schauen wir mal. Im Sommer hat er ja die Konkurrenten mit einem Video geschockt, mit einer Schießeinlage von 10 Sekunden, glaube ich, auf Skirollern. Der ein oder andere hat geglaubt, es sei ein Fake gewesen. Ich glaube, es war echt. Mal sehen, wie schnell er heute schießt. Ja, vom ersten Schuss an war es wieder ähnlich schnell, aber der erste war halt ein Fehler. Donnerwetter. Richtig gut abgeräumt, muss man schon sagen. Hut ab, Johannes Tinisbö. Tolle Schießeinlage. Überhaupt keine Luft rangelassen. Die Franzosen gleich unter Druck gesetzt. Und schon sind die ersten beiden Fehler da bei Fabian Claude. Schießt aber auch schnell. Die waren wirklich gut ins Zentrum. Rückstand von Philipp waren zuletzt 55 Sekunden so ungefähr. Also irgendwann demnächst könnte er gleich auftauchen am Ende des Schießstandes. Und Claude hat nur noch eine Reservepatrone. Aber die sitzt. Hinten kommt Philipp Navrat. Frankreich dennoch deutlich auf 2. Philipp Navrat mit seiner Waffe hochzufrieden. Der Schaft mittlerweile 8 Jahre alt. Aber wenn es passt, warum soll man dran basteln? Schneller erster Schuss. Man sieht, dass er nicht zwinkert. Sensationell. Sensationell, Philipp Navrat. Schon gestern, nachdem es beim Liegenschießen gar nicht geflutscht hatte mit 4 Fehlern, hat er zweimal stehend 0 abgeliefert in der Verfolgung. Und insgesamt die beste Laufzeit der Deutschen. Und hier setzt er die anderen weiter unter Druck und sofort auch Fehler. 2 schon bei Finnland, 2 bei Schweden. Die Ukrainer mit Artem Prima gehen jetzt auf 4 raus. Und die Italiener machen wieder Boden gut. Zwischenzeitlich zurückgefallen Italien. Jetzt mit Tommaso Giacomelli mit ihren Stärksten auf Rang 5 nach vorn. 24 Sekunden hat Philipp gebraucht. Eine klasse Serie. So, Finnland muss in die Runde. Das ist immer dann, wenn diese durchgehend roten Kreise sind. Und Schweden gleich zweimal. Oskar Brandt, du hast es vorhin gesagt, Stehenquote miserabel. Und er hat es hier unter Beweis gestellt. Österreich damit von 7 auf 6 nach vorn gerückt. Die Schweizer jetzt mit Jeremy Finello. Der ist übrigens gleichzeitig mit Philipp Navrat rausgelaufen. Da kann man mal sehen, wie gut Philipp bisher hier abgeliefert hat. Das ging auch wahnsinnig schnell bei Johannes Tingesbö. Ein Nachlader und trotzdem 26 Sekunden Schießzeit. Und nach dem Fehler hat er ja voll durchgezogen, direkt den nächsten draufgesetzt, sich nicht beirren lassen. Und jetzt Philipp. Stehend hat er sich vorgenommen, 23-24 Sekunden Schießeinlagen abzuliefern. Da hat er kurz gezögert, weil er eben gemerkt hat, dass der letzte nicht ganz gepasst hat. Das war ja ein knapper Treffer. Da sieht man, dass er schon kurz Richtung Nachlader greift und dann sozusagen alles gut, Junge. Die bestmögliche Überraschung, die Scheibe ist doch gefallen. Ja. Und Benny Doll jubelt und feuert ihn an. Er gleich der Schlussläufer. Ja, sieht gut aus. Wieder auf 3 wie in Östersund. Noch ist nicht aller Tage Abend, aber Philipp Navrat hat hier, genau wie Johannes Kühn, eine richtig gute Einzelleistung abgeliefert. Ich würde sagen, noch einen Ticken besser. Der Philipp hat hier zweimal richtig toll geschossen und läuft bärenstark in der 1-1er. Hier wechselt Johannes Tinisbö gerade von eben angesprochener, von diesem Eintakter auf die 2-1er-Technik. Der Überflieger des letzten Jahres, sage und schreibe 16 Einzelsiege hat er dort eingefahren. Man spricht nicht gern über Geld, aber allein das Preisgeld im letzten Jahr 444.000 Euro von Johannes Tinisbö dazu. Immer noch mal ein Tausender für das Tragen des gelben und des roten Trikots pro Tag. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Der nächste dahinter war dann Lagreit mit 290.000.
ist die eine Seite der Medaille, die andere ist, die meisten verdienen halt nicht so viel und müssen sehen, wie sie über die Runde kommen. Ja, da gibt es ja den Spruch mit dem Teufel und dem größten Haufen. Das ist sicherlich bei Johannes Thingnesbø der Fall. Philipp Navrat macht auf jeden Fall ein super starkes Rennen. Jens Filbrich hat ihm gerade zugerufen, 30 auf 2. Das passt ungefähr auch mit dem Abstand nach dem Schießen. Claude mit 38 Sekunden Rückstand auf Johannes Thingnesbø und Philipp Navrat mit 1,09 dahinter. Das waren dann also genau diese 30 Sekunden. Geht auch nicht mehr ganz so gut. Viel Bewegung im Oberkörper. Eine Minute 9 beim Schießstandausgang. Bisschen was dazugekommen. Ja, und der Abstand zu den Franzosen bleibt ungefähr gleich. Genau, der Abstand auf die Franzosen, diese halbe Minute, die angesprochene. Und wie wir es befürchtet und vorhergesagt hatten, nach Johannes Thingnesbø ist die Vorentscheidung gefallen. Wenn er ernst macht, macht er eine Riesenlücke draus. Der Wechsel, der zweite Wechsel, da waren es noch 6 Sekunden. Jetzt werden es fast 55 oder noch mehr Sekunden sein auf Frankreich beim letzten Wechsel. Tommaso Giacomelli hat ein ganz bisschen auf Philipp Navrat aufgeholt, 2 Sekunden. Und die Italiener können uns natürlich noch gefährlich werden mit Lukas Hofer hinten drauf. Das heißt, da kann man sich jetzt nicht auf Position 3 gemütlich einrichten, sondern überhaupt von hinten nicht drücken. Dazu da die sind Italiener. Die Abstände auch zu gering, da hast du völlig recht. Und Giacomelli macht ein Riesenrennen für die Italiener und Johannes Thingnesbø war überragend. Und schon wieder auch ein Stock. Da der Stock gebrochen ist ja Wahnsinn, als wenn sie alle zu doll Gas geben gleich beim Loslaufen. Auch bei Wettles Jørstad Christiansen, der Stock im Eimer, kriegt erstmal den 9 von Johannes Thingnesbø und wahrscheinlich wird er gleich einen passenden auf der Strecke kriegen. Genau, aber Johannes Thingnesbø schaltet da auch schnell. Das gefällt mir wirklich gut, wie hellwach da die Ankommenden sind. Und das ist halt immer der Nachteil, wenn man gleich losgatet, kann man sich schnell mal den eigenen Stock abtreten. Wenn man losschiebt, ist vielleicht beschleunigt man nicht so gut, aber da schont man die Stöcke in der Regel. Wenn die Deutsche schaut aufmerksam, muss erst einmal natürlich den Franzosen noch vorlassen. Fabian Claude hat es gut gemacht, muss jetzt auch einmal entlang der Scheiben und nochmal diese Spitzkehre nehmen und schickt dann den französischen Schlussläufer Quentin Fillon-Maillet in die Spur. Auch der gestern nach anfänglichem Schwächeln am Schießstand mit 2 Fehlern, dann 3-mal einen Fehler frei geblieben und mit einem sehr, sehr guten Resultat. Also die Franzosen haben heute umgesetzt, was sie gestern angedeutet haben, zweitstärkste Nation momentan zu sein hinter den Norwegern. Zack, da war er ab. Ich habe es gar nicht so richtig gesehen, wie er das jetzt geschafft hat. Mit dem linken Ski vermutlich gegengekommen. Sind aber schon sehr empfindlich, die Stöcke. Ne? Ja, also Schläge von der Seite können sie nicht so gut ab. Von oben kann man ordentlich draufdrücken, aber von der Seite, wenn dann der Ski dagegen draufgedrückt hat gerade Philipp Navrat, der ist der Größte. Aber auch Benny Doll, nicht gerade klein gewachsen, ist jetzt unterwegs als Schlussläufer. Und da sehen wir genau das. Tommaso Giacomelli hat ein Riesenrennen hier hingelegt und schickt Lukas Hofer mit nur einem kleinen Rückstand auf die Reise. Das sind 13 Sekunden in etwa. Da ist noch alles offen, muss Benny Doll jederzeit wachsam sein. Ja, das ist nicht leicht zu verteidigen. 13 Sekunden, ein guter Nachlader. Vielleicht 2, wenn man schnell ist. Team der Ukraine hält sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Angesichts der erschwerten Bedingungen, die sie auch haben in der Vorbereitung, waren sehr lange in Finnland, in Kontiolahti, die haben sich auf die Saison vorbereitet. Nicht so perfekte Bedingungen wie andere Nationen. Dafür sind sie richtig gut dabei. Und dann die Österreicher vor der Schweiz auf den Rängen 6 und 7. Für Österreich jetzt Patrick Jakob unterwegs. Und die Schweizer haben jetzt Gion Stalder, den jüngeren Bruder von Sebastian Stalder. Das ist natürlich der unerfahrenste Schweizer heute auf der Spur. Und da hat er einen passenden Stock bekommen. Ist eine gute Gelegenheit, den Stock zu wechseln, weil er ein bisschen Zeit hat, in das Omega runter in die Schlaufe reinzugehen, sich zu sortieren. Das kostet dann nicht mehr so viel Zeit. Also war eine schlaue Stelle für den Stockwechsel, besser als am Anstieg.
Und Wettle nimmt hier die Spur, was mich auch wundert. Normalerweise ist es bei den Bedingungen in der Mitte etwas schneller. Aber in der Spur kann man sich natürlich besser erholen, weil man nicht so richtig auf die Führung des Skis Acht geben muss. Man kann sich einfach ausruhen. Danny Doll, wie wir ihn kennen, leichtes Kopfnicken, Kopfschütteln, wie auch immer, wenn die Technik einmal passt. Und wir wissen, er ist schnell. Warum soll er sie noch verändern mit 33 Jahren? Übrigens auch auf Schalke mit dabei. Benny Doll genauso wie Arne Pfeiffer live im Ersten. Auch da dürfen Sie, wenn Sie möchten, gern dabei sein. Am 28. Dezember. Ich stehe aber nur am Rand. Ich laufe nicht mit. Wäre aber auch interessant, unsere Altmeister und Experten noch mal wieder on stage zu sehen. Ich glaube, das möchtest du nicht sehen. Da fehlt ein bisschen die Form. Sieht sehr gut aus, sehr dynamisch. Er hat auch gestern schon gesagt, das kommt mir ein bisschen entgegen hier. Diese Höhe, so 1000 Meter, da kommt mein Kreislauf so richtig in Action. Benny Doll. Schön umstellen, jawohl, machst du gut. Auf geht's, denk an die Frequenz. Rückstand in etwa geblieben auf den Führenden Christian. Komm, auf geht's. Und hoch, hopp. Aber Lucky Hofer holt schon ein bisschen auf. Das sind jetzt noch ein bisschen mehr als 8 Sekunden. Altmeister unter sich sozusagen, der 33- und der 34-Jährige, die es noch mal wissen wollen und die richtig gut in Form sind, alle beide. Ja, Alter spielt keine Rolle, nur Leistung. So. Danke für den Spruch, stimmt aber nach wie vor. Anton Dutschenko für die Ukraine, die hier wirklich herausragend unterwegs sind auf Platz 5. Dann Jakob und dann der junge Stalder für die Schweiz. Ja, man sieht da, dass die Strecke schon ein bisschen aufgeht. Und wir haben ja eben einmal den Sturz gesehen von dem Slowenen. Ist nicht ganz so bretthart die Strecke wie gestern oder vorgestern. Wettle ist ja Astrid Christiansen aus norwegischen Staffeln eigentlich nicht mehr wegzudenken. 2019 hat er zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Da haben sie ihn gleich mal ins kalte Wasser geschmissen, in die Mixstaffel. Gab es gleich Gold. Dann durfte er auch gleich in der Staffel ran, gab es gleich nochmal Gold. Olympia natürlich auch mit Wettles Jostad Christiansen und Sigi Marse. Jetzt schon Daumen nach oben, so kennt man ihn gar nicht. Er wirkt siegesgewiss. Ja. Und er bekommt eigentlich immer das Vertrauen, auch wenn er mal nicht läuferisch so top drauf ist. Er bekommt fast immer das Vertrauen als Schlussläufer. Hat Nerven wie Drahtseile oder gar keine, man weiß nicht so genau. Auf alle Fälle ein sehr, sehr sicherer Schlussläufer und auch ein Topschütze. Ja. Gibt es nicht viel zu mäkeln. Der erste war mit ein bisschen Glück, aber ansonsten sehr gute Serie, nicht Harakiri-mäßig schnell geschossen, aber doch schnell genug, um den Rückstand genauso groß zu belassen, wie er war, den Rückstand der Franzosen. Ja, knapp 27 Sekunden, das ist schon zügig. Und die Trefferlage wurde immer besser von Schuss zu Schuss. Fionn Maillet. Auch er, wie die anderen Franzosen, mit leicht ansteigender Formkurve. Muss aber auch sein, denn seine Ansprüche sind hoch. Lässt hier Benny Doll doch eine kleine Chance. Ich wollte sagen, die Serie sah sehr gut aus, sehr sicher. Ja, der fällt auch aus dem Bild, der letzte Schuss. Das ist manchmal auch, wenn man da wirklich zu straff am Abzug ist, drüber geht oder mit der Atmung nicht ganz fertig ist, dann gehen die gerne mal nach oben. So, Benedikt Doll mit neuer Waffe im Frühjahr vor dieser Saison extra noch mal angefertigt für das letzte Jahr, in dem er noch mal ganz viel vorhat. Auch schnell geschossen. Da hinten sehen wir auch Fabian Jakob,
Danny lädt wirklich gut nach, bleibt dann mit der Schaffkappe in der Schulter, es geht ratzfatz. Oh, Lukas Hofer war dran und dann doch der Fehler beim letzten, muss also doch noch mal ein bisschen nachsitzen jetzt. Aber nur ein Nachlader für den Italiener, der kommt noch ein bisschen dichter ran jetzt an Benny Doll. Dann die Ukrainer mit ihrem längsten im Feld. Anton Dutschenko, Patrick Jakob für Österreich und dann muss auch gleich der junge Stalder kommen für die Schweizer. Haben wir die Kollegen des ORF, die nebenan kommentieren, auch vorher gesagt, also um Top 6 müssen wir auf jeden Fall mitmachen, auch wenn wir hier mit einer Ersatzmannschaft unterwegs sind. Und momentan sieht es aus wie Rang 6, denn die Ukrainer zeigen kaum Schwächen, bleiben auf Platz 5. Fehler beim Österreicher. Stark nachgeladen. Sehr gut. Ludwig Gredler, Urgestein dort am Fernglas der Österreicher. Jetzt der junge Gion Stalder, der es auch gut gemacht hat. Der, wahrscheinlich liegt es in den Genen der Stalders, dass sie so gut schießen. Auch er hier als Unerfahrener, aber hat da Probleme, die Waffe auf den Rücken zu kriegen. Ja, ich habe mich gefragt, ob das Magazin noch weggefallen ist irgendwie, dass er das noch aufheben musste. Dann Martin Ponsiluoma, die Schweden schon von Anfang an ein bisschen in der Defensive. Auch Samuelsson konnte nicht Boden gut machen und Oskar Brandt dann mit den Strafrunden. Da war dann natürlich der Drops gelutscht für Schweden und die Ambitionen aufs Treppchen. So, weiterhin klare Führung für Vetles Jastad Christiansen, aber Philipp Navrat hat ein Riesenrennen gemacht, Deutschland auf 3 gebracht und steht jetzt bei Christian Dexner. Ja, beim ersten Schießen ist es passiert, da haben sie die deutsche Staffel auf 3 nach vorne gebracht. Danach war es ein bisschen ein einsames Rennen, fast hinten ein bisschen Lücke, vorne eine große Lücke. Ist Ihnen das eigentlich lieber oder ist das in einem Staffelrennen auch ein bisschen doof, wenn man nicht das Mann-gegen-Mann-Erlebnis hat? Ja, es ist tatsächlich mal ganz angenehm, wenn man sich irgendwo hinten reinhängen kann. Aber trotzdem, wenn man alleine läuft, dann kann man trotzdem sein eigenes Ding machen, sein eigenes Tempo führen. Hab zwar gesehen in der zweiten Runde, dass die hinter mir in der Gruppe arbeiten. Das irritiert ein bisschen dann, aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem probiert, mein Zeug zu machen und denke, soweit ganz gut durchgekommen. Ja. Als ich Ihnen eben gesagt habe, stehend haben Sie in 24 Sekunden geschossen. Haben Sie gesagt, so hat sich gar nicht so schnell angefühlt. Wie hat es sich denn angefühlt? Auch mit der Situation, Sie kamen, Claude ist gerade weggelaufen. Ja, natürlich ist es eher die Lauerstellung erstmal. Man will natürlich an die ersten zwei wieder ran. Nach hinten, ja, interessiert einen dann nicht mehr so viel, würde ich sagen. Aber trotzdem habe ich da versucht, mein Zeug zu machen und stehend, ja, so gut wie möglich das abzuarbeiten. Ich denke, beim letzten Schuss vielleicht noch ein bisschen Glück, aber ich denke, auch ein bisschen meiner guten Vorarbeit geschuldet, dass das dann auch ganz gut funktioniert mal. Ja, ist mir nicht immer ganz so gut gelungen bisher. Dankeschön. Ja, ein bisschen nebenbei konnten wir sehen, da den Sturz von Dombrowski, der offenbar unbeschadet herauskam, dann einen neuen Ski bekommen hat und ja, immer noch ein kleines Fragezeichen, ob der Waffe was passiert ist, wird man beim nächsten Schießen dann sehen. Ein paar kleine Stürze heute schon zu sehen, Gott sei Dank nichts passiert am Ende, aber die Bedingungen offenbar tückisch, ein bisschen spiegelig, wie du vorhin gesagt hast, in einigen Kurven, wenn man öfter drüber gelaufen ist. Ja, eher in den Tunneln spiegelig, in der Kurve tatsächlich ein bisschen weich aufgegangen, aber da unten ist gleich die Aus- und Einlaufrunde und da war ein Teamkollege, war auch hellwach. Hat er den Ski hergegeben. So, und Lukas Hofer ist dran an Benny Doll. 6 Sekunden waren es nach dem Schießen. Ist jetzt rangelaufen und das ist natürlich eine Situation nicht leicht für Benny. Er weiß, er braucht ein gutes Stehenschießen. Lukas Hofer kann ja wahnsinnig schnell schießen, wenn er einen guten Tag hat und dann auch noch treffen. Das heißt, ja. Dass er überhaupt wieder so in Form ist, ist ja ein kleines Märchen, ein kleines Wunder, Lukas Hofer, der wirklich jahrelang rumlaboriert hat mit einer Knieverletzung, dann Sehnenentzündung am Schienbein hatte, eigentlich alles hinschmeißen wollte in der letzten Saison. Dann hat er gesagt, okay, ich probiere es nochmal, hat sich einigen Operationen unterzogen und hat dann einen Deal gemacht, sein Verband, der italienische mit dem schwedischen, dass er zusammen mit Johannes Lukas und dem schwedischen Team trainieren konnte und wurde wieder richtig aufgepäppelt und ist jetzt dran und ist so happy, wieder dabei zu sein und eigentlich unglaublich, in welcher Form er schon wieder ist, muss ich sagen. Allerdings. So, Christiansen, Showdown. Noch 5 bis zum nächsten Staffelsieg für Norwegen.
Eine Augenweide, diese Schießen vom Wettlis Jastad Christiansen, als wenn es keinen Druck gäbe. Als wenn die Scheiben riesig wären. Und Sigi Maasee, Daumen wieder hoch, nimmt jetzt schon die Glückwünsche entgegen, ganz klar. Er hat sich, glaube ich, gerade verneigt, wenn ich das aus dem Fenster richtig gesehen habe. Und auf Sigi Maasee gezeigt, deswegen hat er so gelacht. Mal gucken, vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Habe ich das letzte Mal gesehen von einem Landsmann von ihm, von Jon Orge Tyldum, kleiner Norweger vor geschätzt 25 Jahren in Ruhpolding, der sich umgedreht hat und vor dem Publikum verneigt hat. War auch ganz schön. Ja, er läuft auch ganz entspannt hier raus gerade. So, dann Quentin Fillon-Maillet. Ja, das ist wieder die Schießform, mit der er zweimal Olympiasieger geworden ist. Sehr zur Freude auch von Jean-Paul Jacquinot. Links daneben Jean-Pierre Amar, ehemaliger Sportschütze, der zurückgekehrt ist im Team der Franzosen. Glückwunsch von Jacquinot an Maasee. Die ersten beiden eigentlich wie erwartet, Norwegen vor Frankreich. Aber wir haben natürlich gehofft, dass Deutschland damit eingreifen kann. Sind jetzt happy, dass wir wieder im Kampf ums Podium dabei sind. Dank der starken Leistungen von Johannes Kühn und Philipp Navrat. Und jetzt gilt's. Letztes großes Duell. Doll versus Hofer. Der Italiener schneller im Anschlag. Fehler Hofer. Schöner Rhythmus von Benny Doll. Vierter Treffer. Und jawohl, der fünfte sitzt. Großartiges Schießen von Benny Doll. Unter Druck funktioniert er super. Der erfahrenste im deutschen Team. Und Luki Hofer muss nachladen. Hat es immer noch nicht. Und der Rückstand, der müsste zu groß sein für die Italiener, um ihn noch aufholen zu können. Jetzt die anderen an der Strecke. Philipp Navrat ist da. Eben hat Benny Doll ihn angefeuert. Jetzt andersrum. Und jetzt erst Hofer fertig mit dem Schießen. Das muss doch reichen, dieser Vorsprung. Gianciana, der italienische Schießcoach, ein bisschen verzweifelt. Hofer war dran an Benny Doll und am Ende musste er doch noch nachsetzen. Ganz stark von Benny, dass er da so durchzieht. Hat sich nicht beirren lassen, obwohl er deutlich länger zum ersten Schuss gebraucht hat. Ja. Stark. Echt stark. Und der Vorsprung jetzt fast 20 Sekunden und ein Benny Doll lässt sich das auf der letzten Runde nicht mehr nehmen. Da bin ich sicher. Insofern viel Spaß gleich, Arndt. Bis später. Und einmal mehr tolles Schießen der Ukraine, in diesem Falle von Anton Dutschenko. Die machen das wirklich herausragend und sichern und halten diesen fünften Platz. Ponzilo Oma attackiert die Österreicher. Ja, starkes Schießen, jedenfalls der Anfang von Martin Ponzilo-Oma war sehr gut. Die Österreicher schwächeln jetzt extrem. Patrick Jakob muss in die Strafrunde. Ponzilo-Oma ist weg und damit auf Rang 6. Der angepeilte sechste Platz ist weg und jetzt droht auch noch die Schweiz vorbeizugehen. Denn drei Strafrunden für den Österreicher, 450 Meter extra. Oha, für Patrick Jakob. Den Umweg wollte er mit Sicherheit nicht. Und noch einmal diese wunderschöne Szene. Ich glaube, das kann man mal machen in dieser Situation, wenn man eine Minute Vorsprung hat. Wettle Sjastad Christiansen. Fillon-Maillet, auch der hat das klasse gemacht, hat den Deutschen keine Chance gelassen. Und hier hinten freuen sie sich. Hannes Kühn und Philipp Navrat haben beide wirklich einen guten Job gemacht. Und vor allen Dingen David Zobel werden 27 Steine.
immer noch fast genauso groß, dieser Rückstand. Das heißt also, Benny Doll läuft vorn ein starkes Rennen und wird diesen dritten Platz sicher behaupten. So, wie erwartet, die Norweger sind wieder top. Sturle Holmlagreit, Tarje Bø, Johannes Tinius Bø und Vetles Jastad Christiansen konnten sich den Luxus leisten, heute auf den schnellsten momentan in ihrem Team, auf Johannes Dorle, zu verzichten und haben die Konkurrenz dennoch eindeutig beherrscht. Starke Schlussleistung auch, starkes Schießen zweimal von Vetles Jastad Christiansen. Der eine oder andere wird sagen, macht sich auch viel leichter, wenn man keinen Druck hat. Aber naja, man muss es in dieser Souveränität nach Hause bringen. Glückwunsch, Anerkennung den Norwegern. Sie sind einfach eine Institution, sie sind eine Macht. Sie sind nicht zu schlagen in Sachen Staffeln. Zweite Staffel der Saison, zweiter Sieg. Zweite Staffel der Saison, zweiter Platz für die Franzosen. Quentin Fillon-Maillet bringt es nach Hause. Die anderen waren genauso stark, Perrault, Jacquelin und Claude. So, und dann freuen wir uns gleich, wenn wir rüber auf den Tunnel schauen. Erstmal noch dieser kleine, übermütige Hopser von Vetles Jastad Christiansen ist auch schon mal in die Büchs gegangen. Aber wenn man sich seiner Mittel sicher ist und der Vorsprung so groß ist, dann kann man das machen. Anerkennung, großes Kompliment, Hut ab vor dieser Energieleistung der deutschen Mannschaft am heutigen Tag. David Zobel hat fast eine Minute Rucksack den nächsten auf den Weg gegeben. Johannes Kühn hat das gut gemacht, Navrat überragend und Benny Doll hat einmal mehr gezeigt, er kann Schlussläufer. Wieder Dritter, wie schon in Östersund, Zobel der erste Gratulant, das war zu erwarten. Benny Doll hat den starken Lukas Hofer auf Abstand gehalten, Italien am Ende auf Platz 4.